Wer ist eigentlich der wichtigste Fußballverein aller Zeiten? Mit dieser Frage habe ich mich die letzten Tage beschäftigt und ich bin zu interessanten Ergebnissen gekommen, die vielleicht einen oder anderen Fußballfan überrascht. Denn ich habe euch vor kurzem auf Instagram selbst gefragt, was eurer Meinung nach der wichtigste Fußballverein der Welt ist. Vereine, die ihr so am häufigsten genannt habt, waren Vereine wie der FC Bayern München, AC Mailand, Real Madrid oder kurioserweise der HSV. Vor allem Real Madrid wurde deutlich am meisten genannt. Allerdings lagt ihr alle mit euren genannten Vereinen falsch. Denn der wichtigste Fußballverein aller Zeiten ist nicht der FC Bayern München, nicht der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Juventus Turin, Celtic Glasgow, sondern der englische Amateurverein Sheffield FC. Der FC Sheffield spielt in der Geschichte des Fußballs eine sehr bedeutende Rolle. Im Jahr 1855 trafen sich erstmals einige Mitglieder eines Sheffielder Cricket Clubs in ihrer Freizeit zum Fußballspielen. Der Sport wurde unter den Mitgliedern immer beliebter, sodass man sich häufiger, regelmäßiger zum Fußballspielen getroffen hat. Jedoch war der Fußball damals nicht so umfangreich wie heute und es gab kaum einheitliche Fußballregeln, sodass jeder nach seinen eigenen Regeln gespielt hat, wie typisch auf dem Bolzplatz. Ein paar Jahre später gründeten zwei Mitglieder am 24. Oktober 1857 den FC Sheffield. Der FC Sheffield ist nicht nur mit 164 Jahren der älteste Fußballverein der Welt, sondern sie haben mit den 1859 aufgestellten Sheffield-Regeln endlich ein einheitliches und umfangreiches Regelwerk für den Fußball erschaffen. Viele von den damals aufgestellten Sheffield-Regeln gibt es sogar bis heute noch. Darunter der Eckball, der Einwurf, die Torlatte, die Abseitsregel, das Konzept des Freistoßes nach einem Foul, die Handspielregel, das Kopfballspiel und die Position des Torhüters. Außerdem hatte der FC Sheffield einen großen Anteil daran gehabt, dass 1863 der englische Fußballverband, kurz FA, gegründet worden ist. Ansonsten führte der FC Sheffield 1878 als erster Fußballspiele mit Flutlichtern durch und bestritt 1872 das allererste internationale Fußballspiel der Welt. Das allererste Derby in der Fußballgeschichte fand am 26. Dezember 1860 zwischen den FC Sheffield und seinem Lokalrivalen FC Hallam statt. Das Derby gehört bis heute noch zu den ältesten existierenden Mannschaftssport-Derbys der Welt. Ausgetragen wurde die Partie damals auf dem ältesten Fußballplatz der Welt, dem sogenannten Harlem Pitch at Sandygate Lane. Für den unbestreitbaren Einfluss im Fußball wurde der FC Sheffield 2004 vom Weltfußballverband FIFA mit dem FIFA-Verdienstorden ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung für Personen und Vereine, die man überhaupt bekommen kann. Der FC Sheffield ist damit neben Real Madrid der einzige Club der Welt, der diese Auszeichnung jemals erhalten hat. Ja Leute, das war die Geschichte des FC Sheffields, der älteste Fußballclub der Welt. Wer ist eurer Meinung nach der wichtigste Fußballverein aller Zeiten? Klar, euer Lieblingsverein ist immer der wichtigste, aber ich meine allgemein im Fußball. Welcher Verein hat eurer Meinung nach den Fußball zu dem gemacht, wie er heute ist? Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Wenn ihr mehr Fußballthemen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.